Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 2. Wir sind stehen geblieben bei den Dragoons. Wir haben mit einem coolen Wyvern geredet, der aber leider im Sterben liegt. Denn der Kaiser hat irgendwie das Wasser von dem vergiftet und der hat es geschluckt und erstickt jetzt. Hat uns aber das Wyvern-Eck überlassen. Das letzte Ei eines Wyverns und das können wir eben halt zum Ausschlüpfen bringen, wenn wir zum Quell des Lebens gehen. Und der befindet sich am Grund dieser Höhle. Dann gehen wir der Sache mal auf den Grund. Genug schlechte Wortwitze. Los geht's. Nerviger Dungeon, haben wir schon mal ein bisschen reingeschnuppert. Denn hier können auch die Hillgeigers kommen, diese ultimativen Giganten. Das wird nicht witzig. Das kann ich jetzt schon sagen. Und warum ist hier noch Land Turtle? Uralter Gegner. Keine wirkliche Gefahr. Aber hey. Land Turtle Hype. I guess. Oh Gott. Nein, nicht blind. Na, Sonnenbrille, ja, natürlich. Geil, hat die Sonnenbrille auf. Toll. Und Land Turtle ist gecursed. Spielkarolli ist sowieso jetzt besiegt. Interesting. Na ja, toll, dann kann er sich gleich selbst kurieren, I guess. Oder ich mach's mit Fion. Komm, ich mach's mit Fion. Bei ihm verbraucht es noch nicht so viel Mana. Der hat ja auch ein bisschen mehr. Von daher, ja. Einmal hier runter, ich glaube, das ist optional. Die sind Quarter Raid. Oh, guck mal, wer das ist. Ich krieg einen Kotzkrampf. Probieren wir es mit Fire. Ich glaube, Teleport funktioniert nicht bei denen. Schon gar nicht, wenn wir es nur auf Level 6 haben. Nervig. Nervig, nervig. Klasse. Gut gemacht, Lila. Fantastisch, obergeil. Einfach nur der Burner. 143. Jo. 419. Jo, alles klar. Was tue ich mir hier gerade an? Seriously. Oh my god. Ja. Seems legit und der Einzige, der den Buff wieder nicht bekommt, ist geil. Doch, er hat ihn bekommen. Doch, der hat ihn bekommen. Hui, der schläft. Das Schlafschwert hat zugeschlagen. Von Lila. Nicht schlecht. Burn in Hell. Er lebt immer noch. Er lebt immer noch. Das sind Gegner. Schlimmes, was passieren kann. Da sind aktuell die stärksten Gegner. Weil dieses komische Riesenohr, oder wie das hier ist, das Nashorn, ist auch heavy. Das war for real auch sehr, sehr stark. Schon hat sie keine Mana mehr. Auch nicht schlecht. Hi! Eva! Ja, moin! Endlich mal was Wertvolles wieder. Untote in dem Dungeon, echt? Echt? Untote in dem Dungeon. Na gut. Okay. Wir wissen ja, was gegen die gut ist. Und zwar Feuer. Das mögen die gar nicht. Das mögen die gar nicht. Sehr schön. Viel zu viele Wege. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Viel zu viele Wege. Ich weiß nicht, wohin. Nummer 6. Nummer 6 führt zu Nummer 8. Nummer 8 führt da. Nummer 8 führt zu Nummer 9. Nummer 9 führt zu ganz vielen Schatztruhen. Ja, moin. Ist also alles optional. Riesiger, langer Weg.
Nur für ganz viel Schatztruhen. Er ist schon wieder, ey. Nervt doch nicht. Ich probiere jetzt mal Scorch. Ich will wissen, ob das mehr Schaden macht als Feuer. Vielleicht hat er wirklich eine Schwäche. Komm, Curse ihn. Leider nicht. Guter Damage. Wie muss mit Blizzard? Ich will jetzt alle Elemente durch. Der wirklich keine Schwäche hat, ich weiß nicht. Tatsächlich. Oh, ist das kacke. Oh, nee. Ja, er ist Curse. Tschüssi. Ne, Curse, das macht ja, glaube ich, weniger Damage. Deutlich weniger Schaden. Von daher ist es natürlich gerne gesehen. Diese Quarterweight in dem Spiel. Oi, was sind das für komische Viecher? Sehen aus wie der eine Boss. Aus Cash Run Keep. Nur in Gelb. Die war ja komplett immun gegen irgendwelche Zauber. Also probieren wir es. Purer Gewalt. Scheint auch bei denen der Fall zu sein. Wie schnell sind die? Ich weiß nicht, was mit Layla los ist. Die irgendwie zum Optiker muss. Die trifft irgendwie nie. Das liegt, glaube ich, an den Spezialschwertern. Trotzdem meldet die. Cool. Droppen die irgendwas Cooles? Nö. Ich dachte, die droppen irgendwas Besonderes. Ja, moin, ey. Was ein langer Weg. Revenant! Noch eine stärkere Version von den Ghoul. Na gut. Nicht stark genug, glaube ich. This girl is on fire! Mit den Girl meine ich Maria. Ich bin sowieso immer on fire, das wisst ihr. Tötet mich! Bitte! Ich will nicht mehr. Der Dungeon weiß, wie man nervige Gegner macht. Hui! Guter Schaden. Nicht schlecht. Hätte ich das ja gar nicht mehr gebraucht hier aus Blink. Der sieht legit aus wie der echte Hulk, ne? Sleepturm, Blinkturm. Wie viel noch davon? Kann ich ihr tatsächlich auch Blink geben? Da haben wir jetzt so viele von. Oh je, oh je, oh je. Teleport müsste auch langsam mal Stufe 7 erreichen. Wirklich. Ja. Natürlich. Und Fiona hat die Sonnenbrille auf. Klar. Oh no, ey. Und jetzt trifft der nicht. Ah, ich hab so einen Hass in mir gerade. Danke. Geil. Boah, der ist so langsam, ne? Der ist immer der Letzte, der angreift. Ich weiß nicht, wie man Agility levelt. Aber er könnte es gebrauchen. So viel sei schon mal gesagt. Hat gereicht. Auch wenn es wahrscheinlich sehr knapp war. Der schläft, der Hulk. Und im Schlaf hat er die Frost kassiert. Oh Mann.
Ich wünsche mir mehr Isunas. Das nervt mich, dass wir da noch nicht so viel fahren. Sonst mehr Heilung? Oh, das war schon wieder für Leila. Gut, haben wir das auch mal geklärt. Es ist jetzt so ein penetranter, langer Weg, das ist... Hui, nicht witzig. Squatch wirklich so teuer ist gegen die. Nicht wirklich, ne? Immerhin ist er cursed. Schreibt mir in etwas. Ha! Der Curse und der Protect. Zu viel für den Guten. Ich mag Squatch. Ich will das irgendwie leveln. Ist halt cooler als immer diese Standard-Eis-Blitz-Feuer-Kacke. Das ist einfach Standard. Nothing special. Anspruchsvoller Dungeon. So. Heilung. Zwar bitte für die ganze Gruppe. Danke. Knights Armor. Was? Die Ritterrüstung. Das war eigentlich immer ziemlich geil. Five Fantasy als Item. Ich meine, Five Fantasy 1 ist richtig viel Geld gekostet. Da muss man sich das so teuer erkaufen, sag ich mal. Naja, let's see. Die haben eine Feuerschwäche, das weiß ich noch. Naja. Naja. Gut. Können auch geil das gerne im Alleingang machen lassen. Das geht natürlich auch. Gucken wir mal, was Quatsch ausrichtet bei denen. Ist okay. Aber ich muss echt gestehen, die Gegner sind nicht mehr so gefährlich. Das war mal ein Boss. Das war der Boss von der Eishöhle, erinnert ihr euch? So, jetzt geht's ab. Knights Armor. Riesen-Upgrade, glaube ich. Definitiv. Dann kriegst du jetzt hier, weil der immer getargetet wird, for whatever reason, kriegt er jetzt hier die goldene Rüstung. Und Trier besser? Ich glaube ja. Sicher ist sicher. Boah, das hat sich gelohnt. Ach, hier sind wir schon. Flammenbogen, ja, alles schön und gut. Ich habe nur niemanden, der einen Bogen benutzt. So sorry. Ja, ich glaube, für den brauchen wir wohl nicht irgendwie zaubern. Das wird ziemlich Quatsch. Kein Statuseffekt. Ja, diese Spezialschwerter. Aber ich habe Leila jetzt so gebaut, dass sie jetzt Zustandstante ist. Dann bleibe ich auch dabei. Gucken wir, ob das ein bisschen effektiver ist als Squatch. Nee. Ich glaube, die Urga haben generell eine gute Magie-Resistenz. Oder die sind blitzempfindlich. Was ich nicht glaube. Das passt irgendwie nicht zu denen. Protect, komm ein bisschen spät. Hier. Komm ein bisschen spät. Ganz schön zäher Gegner, wirklich. Halt nicht wenig aus. Yoga, ich hab nur Muskeln, weil ganz so ein Fitnessstudio. Er sieht einfach genau aus wie Hulk, der andere.
Wenn Marvel das sieht, Marvel Heroes sind not amused. Die Marvel Comics gab es nämlich schon damals. Ich glaube, ich kann gleich schon wieder die Ether auspacken. Traurig, aber wahr. Die sind so teuer. Ist Guy eigentlich der Einzige, der gefühlt was macht? Mir so vor. Ich hab hier nochmal angerufen. Klingturm. Wie viel noch davon? Echt? Wie viel noch? 41 Stück. Here we go. Ja, 81.000, chill. Ich will mich nicht beschweren. Man bekommt ja auch genug Geld. Ich glaube, das heißt, ey, benutzt die bitte. Dual Head schon wieder, die kriegen wir auch. Na gut. Burn in Hell. Irgendwie war es ziemlich wenig Damage. The curse is upon you. Und tschüss. Kann auch sein, dass beim Curse die weniger Verteidigung haben. Aber genau wissen tue ich es nicht. Das war nicht der beste Schaden, wenn ich das mal so sagen darf. Ich wünschte, wir hätten was, was die Hitrate erhöht. Was meint ihr, wie geil Layla dann wäre? Mit dem Dual-Wielding. Das war ernsthaft. Die wäre mein Girl. Aber so leider nicht. Ne. Gott, ey. Wer sich diese Labyrinthe ausgedacht hat. Hui. Vergesst, dass der Revenant ist. Aber hält auch nicht viel aus. Macht aber viel Damage. Fies. Magic! Cure Level 8 und schon kann er es nicht mehr benutzen. I'm sad right now. Sehr schön. Ich hoffe, ich gehe richtig. Diese Encounter Rate im Spiel. Es wird immer schlimmer. Cool. Damit kann ich leben. Bitte nicht geil, Blindmann. Natürlich. Der einzige, der blind ist, ist geil. Oh, manchmal hasse ich das Spiel echt. Manchmal hasse ich es. Wirklich, ey. Hallo? Die tankigsten Gegner haben sie alle in der Höhle zusammengefunden, ey. Cool, das kann er noch benutzen. And do it! Keine Ahnung, wo wir sind. Aber wirklich nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo wir gerade sind. Doch, jetzt weiß ich. Jetzt sind wir wieder gleich im ersten Raum. Oh, hi. Mein Lieblingsgegner. Schön, dass du da bist. Let's
schaffst du es. Zum Glück bist du nur alleine. Schon schlimmer als gesehen durch die neue Rüstung von Guy. Kann das auch ein bisschen besser wegtanken. Er hat den Curse, aber er stirbt sowieso. Na gut. So, endlich wieder. Nach all den Jahren B1. Ist doch was, wenn wir schon B1 sind. Ich habe eine gute Idee. Geh jetzt raus und zählt eine Runde. Damit ich nicht die teuren Äther alle benutzen muss. Was ein Dungeon. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Schlimm. Stimmt, die hatten ja so eine Feuer-Resistance. So ist der Stalaktit. Der Ogre hat sowieso gefühlt eine Magie-Resistance gegen alles. Der ist komplett insane. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Und tschüss, Mann. Ja. Das dachte ich mir schon. Dieser Traum, der 100. Ich guck mal kurz, wie Fire aktuell ist. Oh. Fast Level 8. Nice. Läuft bei ihr, sieht nicht schlecht aus. Ich will mal ein bisschen Level. Eh schon gleich das Zelt benutzt, warum nicht? Dann nochmal schön schamlos ausnutzen. Deswegen werde ich jetzt die restlichen Magiepunkte verbrauchen. Bis gleich. So, ihr Lieben. Es sieht gut aus hier bei Maria. Blizzard und Thunder sind jetzt Stufe 5. Richtig cool. Und ansonsten hat sich nicht so viel getan. Ich glaube, hier wurde Cure noch mal ein bisschen aufgestuft bei Guy. Hat sich auch nicht so viel getan. Ja, das war es im Wesentlichen. Bevor wir jetzt in den Dungeon gehen, Cottage. Sollte ich vielleicht auch noch 20 Stück kaufen. Kann aber genug für den Rest des Spiels. Cool. Und wieder rein da. Jetzt gibt es nur einen Weg. Und das ist dieser hier. Just no. Just no. Erstmal einen komplett ausnocken. Blink ist, glaube ich, wichtig gegen die, weil wenn die mehr Hits machen, machen die irgendwie 300 Schaden. Ich sag's ja. Schön. Das war der erste. Der nächste folgt sogleich. Let's do it. Let's do it, do it, do it. Guck, Squatch. Allmählich können sich das sehen lassen. 400 hält echt durch seine Armor gut was aus. Nicht schlecht. Wie sieht es eigentlich bei 400 mit dem Schwert aus? Immerhin, Stufe 6. Könnte schlechter sein. Jetzt kann ich Layla wieder abusen erstmal. Und Rainer. Oh, jetzt muss ich natürlich wieder hier auf die Map schauen. Das führt zu Tür Nummer 3. Tür Nummer 3 führt dann. Tür Nummer 3 geht hoch. Oh nee. Der Dungeon ist so komplex. Könnte auch in die 5er Tür gehen. Ah, und dann connectet sich das. I see.
Ich glaube, ich hab's. Komplizierter Dungeon, selbst für Map. Jetzt gehe ich aber all in. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Jetzt gehe ich nur aggressiv rein. Das so eine gute Idee ist, wenn wir gleich herausfinden. Kein Defensiv, ja. Und direkt die 384 gefressen. Und kennt's. Wie schnell die einen ausnocken. Gut, die aggressive Strategie werde ich nicht mehr befolgen in Zukunft. Was ein Mist. Kannst du ihn bitte einschlafen oder quasen? Danke. Das macht ja nämlich noch kaum Damage. Bitte beleb ihn wieder in Vieren, bitte. Danke. Bringt zwar kaum was, aber er ist wieder da. Ja, die Gegner sind witzig. Sehr witzig. Giant's Helm! Das kriegt auf jeden Fall er hier. Firion, herzlichen Glückwunsch. Dein Tod war nicht umsonst. Manchmal droppen die dann doch was Sinnvolles. Wer hätte es gedacht? Schon kein Mana mehr. Na gut. Bin ich jetzt hier richtig? Oder richtig falsch? Ich glaube, das ist die Tür, die Treppe, die ich nicht benutzen möchte. Weil die uns nicht wirklich was bringt. Ernsthaft jetzt? Will mich das Spiel komplett trollen? Aber so komplett trollen? Ja, gut. Toll. Jetzt Layla oder Maria angreifen, ist vorbei. Schreckliche Gegner, ich sag's euch. Ich könnte natürlich auch Fire weiter benutzen, weil das fast Level 8 ist. Ich könnte aber auch Scorch weiter benutzen, weil das fast Level 7 ist. Ich bin froh, wenn der Dungeon durch ist. Gottes Willen. Ja, wir sind die Giganten. Wir sind so toll. So geil. Deine Heilung wird gebraucht. Soll erstmal reichen. Habe ich den falschen Weg gerade genommen? Mich. Ich hasse mich so sehr. Gut, der Dungeon ist mal absoluter Kryptoniert. Jetzt reicht's mir, aber ja. Cool. Hat ja gut geklappt, das mit den Fliehen. Ein Albtraum-Dungeon, wie im Buche steht, ich sag's euch. Einfach nur schrecklich. Wir haben nichts erreicht. Alles war umsonst. Ich weiß es nicht. Klar, aber sicher.
Oh Leute, wie verwirrend will er dann anscheinend noch sein. Okay, wir gehen jetzt hier runter. Jetzt gehen wir hier hoch. Ah, das sieht schon mal richtig aus. Ja. Die waren so verdammt schwach. In Final Fantasy 1. Guckt euch an, was aus denen geworden ist. Die waren im Fitnessstudio. Die haben gegrindet. Die sind stärker geworden. Tschüss. Fahrzeuge. Oh, Brink is increased. Das ist eine gute Sache. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Geil. Er pennt. Der hier Geiger ist pennt. Und tschüss, Mann. Ich hasse es. Toll, Mithrilhelm. Der ist ja richtig viel wert zu dem Spielzeitpunkt, wo wir uns befinden. Nehme ich gar nichts. Da müssen wir eine Schatztruhe sein. Das ist einfach nur Magieverschwendung gegen die jetzt. Wir wissen ja, was für Gegner hier rumlaufen. Das sind wohl die Dankbarsten. Das sind von mir ja nicht. Tschüss. Gerne mehr von euch. Das Spiel hasst mich, kann das sein? Guck, hier ist jetzt die Treppe, die nach unten führt, aber wollen wir noch nicht lang. Danke, Herr im Himmel. Ich hasse es. Sieht doch schon wieder gut aus. Tja, hier gibt es halt nur eine Schatzkiste. Der Magierstab. Oh Gott, was? Green Soul. Da sollen wir uns wahrscheinlich ein bisschen magisch aufstellen. Ach, das sind ja auch welche, die man kann man irgendwie nur so angreifen. Da war ja was. Oder die jetzt nicht. Green Soul. Ich weiß nicht. Ihr wisst aber schon, dass wir nicht untot sind, ne?
Das sind die letzten Gegner der Videospielgeschichte. Sie heilen uns. Die nettesten Gegner der Videospielgeschichte. Was ist das denn? Dann sind die auch noch schwach. Dann sind die auch noch schwach. Das sind nicht die nettesten Gegner der Videospielgeschichte. Habe ich euch das schon mal gesagt? Ja, dieser Dungeon, der frisst den ganzen Part. Cool, wa? Dieser Damage Output. Und das bei Guy. Tanky Tank. Verstehe ich wirklich nicht. Oh Gott. Bei jedem Gigas-Kampf stirbt jemand, ey. Mal Layla, mal Firion. Warum Maria nie stirbt, weiß ich auch nicht. Greift irgendwie niemand an. Weil die Gegner, glaube ich, wissen, dass sie so einen hohen Eventwert hat. Glaube ich zumindest, dass das so ist. Wisst ihr, was ich schon wieder benutzen kann? Richtig, Eva. Diese Encounter Rate ist von einem anderen Stern. Hui, Fire Level 8. Let's go. Gar nicht mitbekommen. Geil macht zwar mit seinen bloßen Händen tausendmal mehr Damage. Noch Fragen? Noch ein Giant's Helmet. Nee, Gold Herpin passt besser zu ihren Kuchzias. Kuchzias jetzt. Warum nicht? Let's go. Oje, oje. Hier ist auch eine Schatzkiste. Die müssen wir physisch angreifen. Oh, und die sind so verdammt schnell. Zum Glück macht das Gefühl nichts. Hier kannst du einfach deine Magic Defense verbessern. So wenig Schaden wie die machen, so erbärmlich wie die sind. Halt nicht mal viel aus. Ja. Wirklich keine starken Gegner. Da wäre die andere Treppe übrigens gewesen, wenn man über die Brücke geht. Nur damit ihr Bescheid wisst. Teleport will ich gar nicht probieren. Ich glaube, es geht gegen die echt nicht. Am Ende rege ich mich nur auf, weil es nie klappt. Und jede Runde zählt. Wirklich, jede Runde zählt. Tschüss. Da kommen wir jetzt all in. Einfach drauf. ...63 Schaden nur. Da macht er einen auf Gordon, ey. Seriously, diese Gegner sind nicht okay. Giant's Gloves! Wird immer besser. Bald haben wir das komplette Equipment. Oh, mehr Angriff. Wait a moment. Das kriegt er. Der Kollege kriegt das. Attack 86 einfach hier mal. Dann müssen wir wieder heilen, ne? Nützt ja nichts.
ne? Aber dieser Dungeon, nicht mein Lieblingsdungeon. Schlimmste Dungeon so far. Alle Gegner sind wirklich Witzfiguren, außer die. Die sind einfach over the top top. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Guy viel mehr Damage macht. Ja. Deutlich. Immerhin den Schlafstatus. Besser als nichts, I guess. So, jetzt. Let's go, Guy. Ja. Einfach mal casual 800 Schaden. I love it. Können gleich wieder einen Äther zu mir nehmen. Das ist einfach nur schlimm. Hui, die wollen es aber auch wissen. Was? Hallo? Ich weiß nicht, warum ich die Fan gemacht habe. Deswegen. Es war komplett egal, was ich tue. Meine Schwierigkeitsgrad sieht definitiv an. Nach jedem Kampf kann ich irgendwie wieder aufpäppeln. Dann ist es so lang. Da war eine Schatzkiste. Jetzt werde ich die Speed-Taste nutzen, weil es ein Fehler meinerseits war. Ich habe die Karte nicht richtig analysiert. Ab jetzt werde ich die Speed-Taste benutzen. I'm sorry. Kämpfe werden jetzt sehr repetitiv. Ja, nur damit du Bescheid wirst. Sonst machen wir hier gar keinen Progress. Habe ich dann Final Fantasy 1 auch gemacht. Bei den optional Dungeons. Nett. So schnell kann es gehen, ne? Schrecklich. Wait, what? Das steht nicht in meinem Guide. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe so keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Doch, wir sind ganz am Anfang. Ich könnte kotzen. Leute, wir sehen uns gleich wieder an der Brückenstelle. Ich krieg sonst einen Rappel. Ich cutte das jetzt. So, ihr Lieben, ich habe euch ja gesagt, diese Treppe bringt nichts. Ja, guess what? Da stürzt die Brücke aber nicht ein. Das kann ich euch sagen. Da stürzt die Brücke nicht ein. Stimmt, ich wollte die Speed-Taste nutzen. For obvious reasons. Guck, da ist die Brücke, die eingestürzt ist. Hi. Und jetzt gibt's hier nur so einen Mist. Pass mal auf. Nee, warte. Mifflin Mirror? Wait. Das klingt interessant. So geil ist das. Finde ich das Mifflin Mirror? Keine Ahnung. Da.
Ein Spiel mit dem gleichen Effekt wie Mauer. Toll. Absolut für die Katz. Wieso war das schon wieder klar? Wieso war das schon wieder klar, dass der Trottel da kommt? Ja, irgendwie sind wir stärker geworden. Kein Wunder, wenn ich mich so oft verlaufe. Hi. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal gehen. For obvious reasons. Und ich muss definitiv Ether wieder einkaufen. Das ist echt heavy, das Spiel. Gerade der Dungeon. Zu heavy. Ja, immerhin bekommen Layla jetzt ihre Power-Ups. Immerhin, ne? Für sie lohnt es sich. Habe ich hier die Speed-Taste benutzt? Habe ich das? Ich brauche ja alles. Cool. Ich habe so Angst. Ich will nicht mehr. Hol mich heraus aus den Dungeon. Mach, dass es aufhört. Ich will nicht mehr, ja. Schön. Klar, ich könnte natürlich die Potions auch benutzen. Da habe ich ja so viele von. Aber warum Potions benutzt werden, die den Heilzauber leveln kann, ne? Unglaublich. Immerhin, positive Nachricht. Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Das hat aber auch Vorteile. Der Dämon erwacht in mir. Komm, jetzt hört der Spaß auf. Kein Kommentar. Versucht jetzt mit Teleport zu schießen. Gecheased. Say cheese. Cheese. True. Acid Fire. Was auch immer das jetzt wieder ist. Ist einfach Scorch, nur als Item. Ach komm, ey. Heute mit dem Scheiß. Ich hab doch Scorch extra gelevelt. Leute, wir haben gleich einen dicken, fetten Bosskampf. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Gut, dann können wir jetzt auch wieder richtig spielen. Was heißt richtig spielen? Naja, ohne die Speed-Taste. Demnächst ein bisschen die Atmosphäre sonst raus. Quatsch ist definitiv besser geworden. Und Blink misst immer noch. I'm so sad. Los, Guy! Box den weg. Lucky 7. Im Dreifachpack. In Las Vegas hat jetzt einen Jackpot. Fire Level 8 müsste aber reichen. Komm schon. Oh no. Just no. So geil, so so, und der macht eh alles alleine. Freunde, hier kommt jetzt so ein dicker, fetter Boss. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich habe offiziell Angst. Die dritte Tür ist die richtige. Ach, die Chimäre. Die gute alte Chimäre. Chimäre, after, egg!
normale Gegner oder was wollt ihr mir hier erzählen? Wenn ihr normale Gegner seid, hey, Teleport. Hi. Am besten jetzt pssst, alle weg. Nee, nur einer. Aber immerhin. Ernstzunehmende Gegner, ahoi! So schlimm sind die nicht. So schlimm sind die nicht. Aber ich finde die cool. Schmier, so eine Mischi-Maschi-Form aus vielen Tieren. Finde ich immer cool. Wenn es die gibt in Spielen. Naja, ob das der Quell des Lebens ist, sieht auch ziemlich vergiftet aus, wenn ihr mich fragt. Stört uns nicht wirklich. Ich weiß nicht, die Zauber von den Gegnern sind nicht so toll. Das ist Schlimmeres. Definitiv. Auch schon down. Dann gehen wir jetzt in die Offensive. Vor allen Dingen mit Maria, ne? Ja, komm. So jetzt. Curse ihn! Er schläft. 1000 Schaden fast. Der Typ ist unstoppable. Absolut unstoppable. Und nun, Wyvern Egg. Lifespring is a rash with a soft light. Viel zu viele Items. Was ist da los? Platsch! The Wyvern Egg sinks gently to the bottom of the spring. Ich finde es schade. The Egg rests deep at the bottom of the life spring. Ich finde es schade, dass in Final Fantasy 2 die Bosse nicht mehr reden. Ich hätte so viel Spaß mit der Synchro. Und Teleport. I'm out of here. Cool. Zurück zum Schloss. Zum Drachen. Ui, ich habe mich nicht geheilt. Kacki. Und natürlich haben sie genau dann erst Angriff, ist klar. Doch, ich habe mich geheilt. Ich glaube, Teleport zieht mir Energie ab oder so. Und shit. Na gut, meinetwegen. Noch Fragen? Wir sollten vielleicht mal ein Cottage nutzen. Rein da. So. Hi. The Wyvern is dead. Was? The last living Wyvern is dead. But the egg he placed in the spring remains. Someday it will hatch and the Wyvern will spread its great wings and soar through the sky for the rebels. The Wyverns can thank you for what you've done. So allow me to do so in their place. We are grateful. Er ist einfach verschwunden. Einfach weg. Ernsthaft? Ratet mal, wo wir jetzt wieder hin müssen. Ich hab's gerade nachgeguckt, weil das Spiel sagt einem ja wieder mal nichts. Ja, richtig. Schon wieder nach Altair. Altair, wie auch immer. Wir müssen schon wieder dorthin. Ratet mal, welches Girl euch das erspart. Bis gleich in Altair. Juhai, rat mal, wo wir sind. In unserer Lieblingsstadt Altair. Altair. Ah, ich hab sie so vermisst. Wie oft man in diesem Spiel hier wieder zurückgehen muss. Ne? Das ist schon witzig.
Deine Kühe sind jetzt ganz gut ausgerüstet. Ja, ich will mich nicht beschweren. Und jetzt noch weniger. Ja, man bekommt nicht umsonst gerade so viel Geld. So, hier war ja diese komische Fake-Hilda, ne? Die nur so die ganze Zeit gesagt hat. Die ist mir auch nicht geheuer. Gorn, weißt du irgendwas? Hilda has been acting very strange lately. I tried to speak to her and all she does is laugh. Could the king's death have disturbed her so deeply? I just don't know what I can do to help her. Would you try speaking to her for me? Gordon, mein Junge. Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der das ein bisschen seltsam findet. Wie sieht denn? Lord Gordon has led the army admirable since his majesty's passing. Wow. Oh, kaum was gemacht. Hi. Firion, there's something I would like to discuss with you. Jetzt lacht so komischerweise nicht. We'll be waiting outside. Wait! Lass dir nicht allein den Jungen. Come to me, Fionn. Let's have some sex. Nein, sei nicht so. Your Highness. Why are you just standing there? Don't enjoy being teased. Jetzt kommt so eine komische Pornomusik. Now, you're mine, Firion. What have you done with the princess? Not so fast, you scary snake. Los, helft ihm. Die haben das wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass sowas nicht stimmt. Und es ist die Lamia Queen. Sieht so ähnlich aus wie der Feuerboss aus Final Fantasy 1. Aber ist nicht so. Ja, komm, ein Bosskampf geht noch. Es war ja eben kein richtiger Boss. Den Nishimeo. Let's do this. Probieren wir es ruhig mal mit Scorch. Why not? Gut. Vielleicht können wir die irgendwie cursen oder einschlafen oder so. Ja, dass da was faul ist mit der Königin, das war ja wohl offensichtlich, oder? Die da nur so komisch gelacht hat. 571 Schaden. Ja, moin. Here we go. Ach, die schläft jetzt, ne? Nervig, aber wir brauchen sein Damage. Nein, jetzt pinnt er auch noch. Hallo? Nicht einschlafen, Leute. Was soll der Mist? Was soll der Mist jetzt? Wenn die jetzt alle einschlafen, haben wir nichts mehr zu lachen. Was ist das? Anziehung, wie bei Pokémon oder was? Nein! Gut, dass ich gespeichert habe. Oh mein Gott. So was, wir greifen an und hier machen wir Item. Phoenix down. Das ist zu heftig. Das ist zu heftig, Leute. Dass die jetzt immer den Geil missbraucht. Nur um alles komplett zu zerstören. Zerstört er sich selbst. Toll. Klasse. Das nenne ich mal einen anspruchsvollen Bossfight. Darf ich das nur so sagen? Sehr, sehr schwierig. Ach komm schon, lass den Scheiß doch, ey.
Kann man nichts gegen machen gegen den Krack. 845 und das war's. Ein Hoch auf Guy. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! 15.000 Jill. Noch Fragen? Das war ein Fight. Layla, just how much of that did you see? Enough to know you shouldn't be letting your guard down around fetching young ladies, I would say. Real Princess! Gute Frage, Kumpel. Wo ist die echte dann? Immer noch in der Hand des Kaisers. I have terrible news. We've just heard a tournament is being held in Palamisia. And Princess Hilda is the prize. I'm coming with you. I want to help you rescue Hilda. Don't worry, I know just how you feel, Captain. Me and my boys manage the army. I run a tight ship. No need to fret over us. Layla's weg und Gordon ist wieder da. Ja, Gordon ist mein Freund. Ich ärgere ihn nur gerne. Eigentlich mag ich ihn wirklich. Ich meine es ernst. Ich mag ihn wirklich. Ich ärgere ihn nur gerne. Hi, Gordon. Darfst direkt wieder schuften. Was? Schon keine Mana mehr? Wofür bezahle ich dich eigentlich, Gordon? Ja, ich bin froh, dass er wieder da ist. Irgendwie so lustig. Sag mal, was hat der eigentlich aktuell? Das Bessere haben wir aktuell auch nicht für ihn. Die Region, wo wir uns übrigens aufhalten, im Final Fantasy 2 heißt Altair. Nur damit du Bescheid wirst. Habe ich nämlich noch gar nicht gesagt. East Side of the Desert. Und wer sagt's allen richtig? Niemand. Meckert der eigentlich immer noch? Off to face the enemy on their own turf, eh? Try not to get yourself killed. May have talked more than my share of rubbish with you kids. I've always liked you. Das sagen sie am Ende alle. Ne, Gordon? Na, 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 Gordon is back. Gut, ihr Lieben, das war meine erste Aufnahmesession zu Final Fantasy 2. Ist auch so ein bisschen Luft raus, der Dungeon hat mich echt ein bisschen zerstört. Ja, der hat mich wirklich kaputt gemacht, der doofe Dungeon. Mit diesen komischen Gigas-Typis. Deswegen machen wir das beim nächsten Mal. Im nächsten Part, in der nächsten Aufnahmesession. Let's go! Ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen hoch, falls euch der Part gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit Gordon. Das wird witzig. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!